Aufnahme? Läuft. Handy. Oh, warte. Jetzt. Immer das Gleiche. Ganz schlimm. Ist immer das Gleiche, aber dafür hat man diese Checkliste. So, ich habe hier zwei Kannen Tee und noch ein Glas dazu. Ich hoffe, das reicht, um mich hier für den Rest der Sendung wach zu halten. Ich habe hier tatsächlich einen ganz stinknormalen Filterkaffee. Ja, und braucht dieser Tesla eigentlich eine Umweltplakette? Das ist, gut. Gute Frage. 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence Start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. Countdown Podcast Folge 65. Ich begrüße wie immer den Frank. Hallo Frank. Hallo Christopher. Viele Grüße aus Berlin. Wenn irgendwann hier zwischendurch was zu schnarchen anfängt, das bin nur ich. Nee, es geht gerade. Langweile ich dich so? Nee, das nicht. Es war ein stressiger Tag. Oder zwei stressige Tage, besser gesagt. Ja, die meisten können sich schon denken, warum. Aber, sprechen die Falcon Heavy ganz zum Schluss, erst kommt die Pflicht, dann die Kür. Und ja, erstmal aufklären, was zum Teufel, worum ging es. Das war nämlich ein visueller Gag. Also ich habe den Gag erst verstanden, als du mir das Bild gezeigt hast. Worum spielst du auf den Couch-Gag an, oder was? Ja, mit der Umweltplakette. Ja. Die der Tesla Roadster braucht, um die Welt fliegen zu dürfen. Genau. Oh. Ja, ich hab neulich gelernt bei Bits und so, dass auch Elektroautos eine Abgasplakette brauchen. Jo. Frank, willst du denn unseren Unterstützern mal danken? Wir danken dem Johannes, dem Jochen, dem Ronald, Thomas, Hori, dem Packelbudding, Markus, Mel McMurdoch, Christine, Hans Olo, Michael, B-Bone, Mpingu, dem Rominger, Raviro, 19 Grad, Torben, Martin, Steffen, Sebastian, Eike und Ingo. Ja. Vielen lieben Dank und Moment, einer wollte nicht genannt werden, aber der Niklas, der wollte genannt werden. Vielen, vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für eure Spenden. Liberapay läuft weiterhin ganz gut, also da hängen wir auch Geld rein, ohne dass wir wissen von wem. Stagniert gerade so ein bisschen bei 12,91 € die Woche. Wäre natürlich schön, wenn das so stetiges Wachstum sich dort einstellen würde, weil ist schon viel, aber für die Sachen, die wir dieses Jahr vorhaben, könnte es noch ein bisschen mehr sein. Aber bei allen, die schon spenden, auf die eine oder andere Weise natürlich herzlichen Dank. Wir kommen zum Feedback zur letzten Folge. Da kam ein Kommentar vom Henning rein, der nochmal Bezug nimmt auf die Pläne der Chinesen mit Lasern Weltraumschrott zu beseitigen. Nicht so sehr der Chinesen in dem Fall. Sondern? Gibt ja verschiedene Leute. Das DLR hat ja. Aber war das nicht letztes Episode was von den Chinesen? Die Chinesen waren der Anlass. Aber es gibt natürlich noch andere Leute, die das auch mit Lasern machen wollten. Und das waren halt die Deutschen, die das ganz vom Boden aus machen wollten. Und in dem Fall ist halt die Frage, ob es von Henning? Die Frage war halt vom Henning, wird das Ganze im Orbit verglühen, also runterfallen oder in den Orbit rausgeschossen? Es geht ums runterfallen lassen und verglühen und nicht ums rausschießen. Allerdings ist die Frage natürlich berechtigt, wenn man das Ganze versucht von der Erde aus zu machen, dann schießt man ja mehr oder weniger zumindest zum Teil immer von unten her auf den Müll drauf und dann schiebt man den natürlich raus. Aber man kann natürlich von unten her trotzdem noch so schießen, dass man praktisch aus der Bewegungsrichtung von vorne so ein bisschen von vorne schießt und dann wird der abgebremst, aber gleichzeitig natürlich auch nach oben gedrückt.
Das hat jetzt zwei verschiedene Effekte gleichzeitig. Nämlich einmal, du drückst den nach oben, soll heißen, der bahnhöchste Punkt wird dadurch angehoben. Auf der Seite, und zwar auf der Seite, wo der Laser jetzt gerade ist, von der Erde aus gesehen. Ne? Auf der Seite der Erde, wo der Laser ist, wird der bahnhöchste Punkt angehoben. Aber gleichzeitig, wenn man es abbremst, wird der erdniedrigste Punkt, der erdnächste Punkt, Moment, ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich auf der Seite, das kann so nicht ganz sein, egal. Jedenfalls beim Abbremsen ist es so, dass der erdnächste Punkt nach einer Viertelumdrehung dann, tatsächlich auf der gegenüberliegenden Seite der Erde dann halt abgesenkt wird, ja. Ja, sorry, ich bin ein wenig übermüdet, das hatte ich schon gesagt. Ja, also stimmt schon, wie ich es mir zuerst gedacht hatte. Ja, wenn man den Weltraummüll abbremst auf der einen Seite der Erde, dann wird der erdnächste Punkt auf der anderen Seite der Erde etwas tiefer sein. Und dann spielt es nicht mehr so die ganz große Rolle, dass gleichzeitig der erdhöchste, der höchste Punkt über der Erde auf der einen Seite der Erde angehoben wird. Ja, das ist geht bloß darum, wie tief kommt das Zeug rein in die Erdatmosphäre. Das ist so das Wichtigste. Ja, es ist, wenn man es sich bildlich vorstellt, eigentlich eine simple orbitale Mechanik. Wenn man es am einen Ende abbremst, wird es am anderen Ende tiefer. Interessante Frage natürlich auch. Wie viel Müll wird bei so einem Start erzeugt? Also im Idealfall so gut wie nichts. Im Wesentlichen halt die Oberstufe, mit der Satellit hochkommt. Wenn man eine gute Oberstufe hat, die wieder startbar ist, also keine Ariane 5, dann, obwohl die Ariane 5 Oberstufen sind schon ganz okay, weil die werden meistens in Orbits gebracht, wo sie sehr schnell verglühen dann als nächstes. Man muss ja die Oberstufe dorthin bringen, wo man den Satelliten hinbringt, ob man will oder nicht, ne? Das ist ein Zweck von der Sache. Naja, oder fast, also es gibt ja sogenannte Transferorbits, wo dann die Oberstufe… Ja, dann ist halt dort der Satellit und dann muss der Satellit selber zusehen, wie er klarkommt. Ja, aber der Ort der Oberstufe ist dann nicht der letzte Verweilort der Satelliten, die können sich aus eigener das Kraft nochmal woanders hinbegeben, wie wir später nochmal drüber reden werden bei… Ja, klar. Aber 3. Der Satellit selbst kommt halt dahin, wo er hin soll, ne? Genau. Und da, wo er hin soll, da bringt ihn die Oberstufe hin. Und die Oberstufe, wenn es halt ordentlich gemacht wird, kann man dann nochmal neu zünden und zurück in die Erdatmosphäre bringen. Oder man bringt sie von Anfang an in einen Orbit, der relativ instabil ist und recht bald auf die Erde zurückkommt. Es gibt ein paar Ausnahmen, also beispielsweise die Galileo-Satelliten, wenn die ausgesetzt werden, die sind auf so einem mittelhohen, also eigentlich sehr hohen Orbit um die Erde, bloß nicht ganz so hoch wie die geostationären Satelliten. Und die werden dort tatsächlich von der Oberstufe dort ausgesetzt und dann bleibt die Oberstufe einfach mit dort. Also zusätzlich zu den Satelliten kommt dann immer noch mal jeweils eine Oberstufe dazu. Ansonsten hat man sich schon jetzt seit einiger Zeit sehr bemüht, irgendwelche kleinen Teile, irgendwelche kleinen Federn oder sonst wie Sprengbolzen und sowas zu eliminieren, dass man möglichst wenig Trümmer da oben hat. Und also das versucht man schon. Das größte Problem, das man, was Trümmer angeht, immer hat, ist die Frage, kann es passieren, dass ein Satellit, der einen Treibstofftank hat oder eine Oberstufe, die einen Treibstofftank hat, sich irgendwann aufheizt und die Reste des Treibstoffs so aufgeheizt werden, dass so viel Druck in dem Tank entsteht, dass der explodiert. Beispielsweise. Oder dass Batterien irgendwie einen Kurzschluss haben, sich aufheizen und dadurch irgendwie kaputt gehen und explodieren. Oder irgendwas in der Richtung passiert, wo dann halt immer noch ziemlich viele Trümmer entstehen können. Das ist immer so das ganz große Thema jetzt zur Zeit bei der Trümmervermeidung. Insofern das funktioniert, ist da eigentlich nicht allzu viel zu befürchten, was Trümmer angeht. Man hat dann halt den einen Satelliten. Und wenn der ordentlich gebaut ist, ist das halt dann wirklich bloß dieser eine Satellit.
Und im Allgemeinen sollte man meinen, dass so ein Satellit dann auch mehr Trümmer beseitigt, als was er selbst an Trümmern darstellt. Ja. Gut, dann hoffe ich, dass wir die Frage ausreichend beantwortet haben. Ich mache mal gerade weiter mit unserem nächsten Thema, was da jetzt gerade ganz so gut reinpasst, weil wir haben ja ein bisschen über orbitale Mechanik geredet. Und das wird uns jetzt auch sehr viel, soweit ich das verstanden habe, bei dem Thema des missglückten oder halb missglückten Ariane 5 Starts beschäftigen. Was ist passiert? Am 25. Januar ist ja bekanntlich eine Ariane 5 mit dem GovSat 1 bzw. SES-14 Satelliten gestartet, also es ist ein SES-14 Satellit, der aber von der luxemburgischen Regierung gekauft wurde und dann umbenannt wurde in GovSat 1 und ist halt der erste luxemburgische Militärsatellit. Und die zweite Nutzung. Ich glaube nicht nur Militär, aber auch irgend sowas. Ja, aber ich glaube, das ist irgend so ein Public-Private komisches Ding. Ja. Ja, und die zweite Nutzlast war der Al-Ya-3-Satellit der Vereinigten Arabischen Emirate. Und es gab eine Anomalie bei dem Start. Was ist passiert? Ja. Was? Ja, ich habe nur Ja gesagt. Achso, ich habe gedacht, du hast A gesagt, als wäre das jetzt unbekannt, aber das hast du ja mitbekommen. ja, ich habe geschrieben drüber. Die Oberstufe mit den zwei Satelliten sollte in einen sogenannten Super-GTO-Orbit geschossen werden. Also ein GTO ist ja Geo-Transfer-Orbit, also ein hochelliptischer Orbit, wohin die Oberstufe mit den Satelliten fliegt. Die Satelliten werden dort ausgesetzt und fliegen von eigener Kraft in einen geostationären Orbit, um, da haben wir gerade drüber geredet, die Oberstufe nicht im geostationären Orbit stranden zu lassen, wo sie einfach nicht wieder runterkommt aus eigener Kraft, sondern sie halt auf einem Orbit zu lassen, wo sie immer so ein bisschen an der Atmosphäre vorbeischrammt und irgendwann verglüht. Der Orbit sollte ein Apogeum von 45.000 Kilometern haben, also der höchste Punkt sollte bei 45.000 Kilometer liegen und die Inklination bei 3 Grad. Orbitale Inklination bedeutet also, stellt euch mal vor, ihr zieht einen Kreis um den Äquator. Und das wäre ein Orbit mit einer Inklination von 0 Grad. Und wenn ihr jetzt diesen Kreis gegen den Äquator kippen würdet, um genau 3 Grad, dann wäre das eine orbitale Inklination von 3 Grad. Ich hoffe, ich habe das richtig erklärt und jeder kann sich das vorstellen. Das schaut schon hin, ja. Also stellt euch vor, ihr habt einen Hula-Hoop-Reifen um den Äquator gelegt und dann nehmt ihr diesen Hula-Hoop-Reifen und dreht ihn um seine Mittelachse, sodass er quasi die Erde noch mittig umkreist, aber dann nicht mehr parallel zum Äquator liegt. Wenn man von Kourou aus startet und nichts tut bei der Inklination, dann landet man in einem Orbit von 6 Grad. Und okay, also man musste halt den Orbit um 3 Grad korrigieren. Das macht man mit so einem genannten Dogleg-Manöver, also so einem genannten Hundebein-Flug, weil es nämlich vom Boden so aussieht, als würde die Rakete eine Kurve fliegen. Weil die Rakete irgendwann beim Flug sich senkrecht zur Flugbahn dreht und zündet. Und dadurch wird nämlich die Inklination verändert. Okay, so war das geplant, was aber... Wobei das öfters mal auch benutzt wird, um einfach bloß irgendwelchen Städten, bewohnten genau. Gegenden oder Ähnlichem aus dem Weg zu fliegen. Aber hier wurde es halt benutzt, um die Inklination zu ändern. Das wird in Russland auch gerne gemacht, um halt möglichst lang über russischem Gebiet zu bleiben. Das wird auch gemacht, um in Reichweite von Tracking-Stationen zu bleiben. Also das ist ein viel benutztes Manöver, aber hier wurde es benutzt, um die Inklination zu ändern. Und das Problem war, die Rakete... Weil die normale Umlaufbahn, die man erreichen würde, wäre sowas bei 5 Grad Inklination. Aber ich glaube, ich habe es doch gerade gesagt, normal ja. Wären 6 Grad, wenn man nichts tut. Achso, okay, sorry. Ja, nicht mitbekommen. Genau. Und das Problem ist einfach, die Rakete hat in die falsche Richtung gezündet. Was daran liegt, entweder sie wurde einfach falsch programmiert oder sie hat nicht das gemacht, wozu sie programmiert wurde. So genau weiß man das noch nicht. Anstatt ihre Flugbahn um Richtung Norden hin zu korrigieren, also mehr Richtung Äquator zu fliegen, flog sie südlich, also weg vom Äquator. Und dann landeten die Oberstufe mit den zwei Satelliten in einer orbitalen Inklination von 20 Grad, was mehr als das Siebenfache
der eigentlichen Inklination ist und falsch ist. Offensichtlich. Ja. Und sie landet auch in der Höhe von... Und vor allen Dingen 20 Grad in die andere Richtung, glaube ich. Genau, ja klar, wenn man in eine andere Richtung beschleunigt, dann, also man ist Ausgang bei 6 Grad, man will Richtung 3 Grad, wenn man die andere Richtung beschleunigt, landet man bei 20 Grad. Es ist auch noch bei, das Apogeum liegt auch noch bei 43.000 Kilometern, also man ist 2.000 Kilometer unter der gewünschten orbitalen Höhe. Und ja, das stellt vor allem ein Problem für den Aljahr-3-Satelliten dar. Der SES-14 bzw. GovSat-1, der ist voll elektro... Ist das elektrisch oder elektronisch bei Ionentriebwerken? Ich verwechsel das immer. Elektrisch. Voll elektrisch. Also da ist jede Menge Elektronik drin, um das Ganze zu steuern. Aber eigentlich ist es die Elektrik, das Elektrische, was der... Genau, ein sogenanntes was das Triebwerk ist. Xenon-Ionentriebwerk. Was dazu führt, dass man sehr effizient in den richtigen Orbit fliegen kann. Man muss vielleicht ein paar Abstriche bei der Lebenszeit machen, also dass er ein paar Monate bis Jahre an der Lebenszeit verliert, aber im Grunde kein großes Problem darstellt. Der Aljahr-3-Satellit hat da schon größere Probleme, in seinen richtigen Orbit zu gelangen, weil der hat nur Ionentriebwerke für Station-Keeping, also wenn er dann an der richtigen Position ist, um dann sich richtig auszurichten und auf der richtigen Position zu bleiben. Dazu hat er kleine Ionentriebwerke, aber für den Hauptschub, den er sozusagen braucht, um in den richtigen Orbit zu kommen, hat er nur ein herkömmliches chemisches Triebwerk. Man nimmt da einen Standardmarge von, glaube ich, 1,5 Metern pro Sekunde Delta V, was man so im Triebwerk mitgibt. Ich glaube, das ist von dem Satellitenbus her einfach so der Standardtreibstoff, den man dem da reintut, weil das meistens passt. Und das ist halt keine große Marge, um jetzt so einen großen Fehler zu korrigieren. Und das weitere Problem für diesen Aljahr-3-Satelliten ist, der fliegt jetzt halt auf einem sehr elliptischen Orbit und fliegt jetzt 4-mal pro Tag durch den Van Allen-Strahlungsgürtel. Und nach einer Zeit wird dem einfach die, und jetzt aufgepasst, Elektronik gegrillt. Weil er nicht dafür ausgelegt ist, dass er jetzt für mehrere Monate 4-mal am Tag bestrahlt wird frei fliegender Strahlung, Elektronenteilchen. Mit geladenen Teilchen, die doch relativ schnell sein können. Das ist, habe ich alles, die ganze Information habe ich alles von Michael Kahn auf seiner Go4Launch Weblog-Seite. Ich bin jetzt nicht gebildet in orbitaler Mechanik. Er hat das noch viel ausführlicher beschrieben, als ich das je könnte. Und hat auch noch einen sehr schönen Artikel geschrieben, wo er ausgerechnet hat, was möglich wäre für den Aljahr-Satelliten. Reachable Degraded Final Orbits with Constrained Delta V. Das ist ein englischer Artikel, wo er das alles mit Tabellen nochmal ausgeführt hat. Vielleicht können wir den mal einladen, dass er uns das mal selber erklärt. Aber so wie ich das jetzt erklärt habe, es ist im Grunde die Basis für alles. Hast du den Artikel verlinkt da? Hast du ihn? Ich hab ihn. Gut. Ja. Wobei man sagen muss, dadurch, dass der Satellit in so einen hohen Orbit gekommen ist, geht das noch. Wäre er von Anfang an für einen niedrigeren Orbit vorgesehen gewesen und hätte dann so eine Abweichung in der Inklination gehabt, wäre das alles noch wesentlich schlimmer gewesen. Weil wenn du versuchst, die Inklination von einem Orbit zu ändern, musst du praktisch den Orbit drehen. Die extremste Änderung, die du bei der Inklination machen könntest, sind 180 Grad Drehung. Genau. Also normalerweise soll heißen, du fliegst einfach zurück. Ja, also man muss es so erklären, wenn man startet ja immer mit der Erddrehung oder meistens. Ja. Also dass man in die gleiche Richtung fliegt, in die sich auch die Erde dreht. Aber man kann natürlich auch gegen die Erdrotation fliegen. Und das wäre dann sozusagen eine Inklination von 180 Grad. Also man dreht das einmal komplett um. Genau. Aber ich glaube, eine Inklinationsänderung von 180 Grad hat noch niemand gemacht, oder? Nicht, dass ich wüsste, nee. Obwohl, das wird extrem viel. Warte mal, es kann sein. Ja, also der Punkt ist der folgende, weil darauf komme ich jetzt auch gleich.
Das ist jetzt die extremste Änderung der Inklination, die man machen kann. Also wenn man jetzt versucht, einfach nur den Winkel etwas weniger zu ändern, dann läuft es darauf hinaus, dass man ein bisschen abbremst und ein bisschen zur Seite beschleunigt. Wenn man jetzt versucht, einfach bloß um 180 Grad das Ding zu drehen, dann bremst man halt ab und beschleunigt in die entgegengesetzte Richtung. Und da kann man sich dann langsam vorstellen, umso höher der Orbit ist, umso leichter wird das. Denn bei einem sehr hohen Orbit, da fliegt der Satellit dann auch sehr langsam auf seiner Bahn, ganz oben. Ne? Umso weiter so ein Orbit ist, umso langsamer bewegt sich der Satellit auf seiner Bahn in Absolutgeschwindigkeit. Ja, und umso langsamer der ist, umso weniger Aufwand hat man, wenn man versucht, praktisch die Drehrichtung, den Drehsinn umzudrehen. Klar, kann man sich ja vorstellen, wenn man im Auto fährt mit 100 km/h und dann eine 180-Grad-Wende machen will, braucht man mehr Energie, als wenn man im Auto nur 10 km/h fährt und dann umdreht. Genau. Weil man muss ja erstmal die potenzielle Energie oder die Bewegungsenergie, die man hat, wegnehmen und dann umdrehen und dann auf die gleiche Geschwindigkeit beschleunigen. Also man muss, wenn man mit 100 km/h wieder in die andere Richtung fahren will, im Grunde 200 km/h Delta V haben. Und wenn man nur 10 km/h fliegt oder fährt, dann braucht man nur 20 km/h Delta V, um in die andere Richtung genauso schnell weiterzufahren. Und so ist das bei Satelliten auch. Umso langsamer sie fliegen, umso einfacher ist die Kehrtwende. Genau. Und wenn du jetzt einen richtig hohen Orbit hast, was weiß ich, bei 100.000 Kilometer oder so, dann ist das schon gar kein so richtig großer Aufwand mehr. Ab wie vielen Kilometern ist man dann gar nicht mehr in Gravitationsorbit? Also unendlich. Was heißt die unendlich? Also sobald du irgendwie in Richtung der Hill-Sphäre, also des gravitativen Einflusses von irgendeinem anderen Körper bist, ja, okay, dann spielt das halt alles keine Rolle mehr. Aber wenn du jetzt so im newtonschen Idealuniversum unterwegs bist und sagst, es gibt die Erde und sonst nichts, dann bist du da niemals raus. Da hängt es wirklich bloß davon ab, wie schnell du gerade bist. Und wenn du schneller bist als deine 11,2 Kilometer pro Sekunde in Erdnähe und weiter außen dann entsprechend weniger, da bist du dann einfach schneller als was du, also wenn man als was Fluchtgeschwindigkeit die Gravitation erreicht. Der Erde jeweils einfangen könnte. Also wenn man Fluchtgeschwindigkeit erreicht. Genau. Ja. Genau. Und also wie gesagt, deswegen ist es halt gerade günstig für diese Satelliten, dass sie doch relativ weit von der Erde weg sind, um halt diese Inklination ändern zu können. Es gab ja mal diesen einen Fall, wo ein Satellit ausgesetzt wurde von einer Proton-Rakete, wo dann die letzte Zündung nicht mehr geklappt hat von der Oberstufe, die halt genau das Gleiche machen sollten, nämlich die Inklination abzubauen, und das ist halt nicht passiert. Und da sind sie dann halt drauf gekommen, naja, also wir könnten jetzt versuchen, die Inklination direkt abzubauen, aber wenn wir zum Mond fliegen und die Gravitation vom Mond benutzen, um praktisch an einer anderen Stelle an einer anderen Stelle bei der Erde wieder anzukommen, als wir losgeflogen sind, dann können wir auf die Art und Weise auch die Inklination verringern. Und das haben die gemacht und haben ein kleines bisschen Sprit gespart dabei. Es geht immer alles um möglichst wenig Delta V verbrauchen. Ja. Weil man kann nicht einfach nachhaken. Woran es mich auch ein bisschen erinnert, ist an den Satelliten Artemis. Der wurde gestartet beim 10. Flug der Ariane 5 Rakete. Und da gab es auch ein Problem. Boah, weiß nicht mehr, was es genau war. Es gab ein Problem. Ich weiß es nicht mehr, was. Es gab einmal ein Problem, dass die zweite Stufe irgendwie rotiert hat und nicht der gesamte Treibstoff verbraucht wurde. Ich weiß es nicht, ob das beim zweiten Flug war oder beim 10. Und einmal gab es halt das Problem, dass die Oberstufe ein kleines Leck hatte und nicht so viel Druck hatte und nicht so viel Schub hatte und dadurch nicht den Orbit erreicht hat, den man haben wollte. Eins von beiden. Also das eine war Flug 2, das andere war Flug 10. Flug 1 und Flug 14 waren die, wo die Rakete zerstört wurde. Und ansonsten gab es halt bei der Ariane 5 bis jetzt noch keine größeren Fehlfunktionen. Also
Ja, jedenfalls bei Flug 10 war der Artemis-Satellit dabei und der war so ähnlich wie Alia 3. Der hatte damals schon Ionentriebwerke mit dabei gehabt und konnte sich damit dann am Ende retten. Ja, also konnte halt die fehlende Höhe, die er hatte, also bei dem war das Problem nicht die Inklination, sondern einfach, dass die Höhe gefehlt hat, konnte der dadurch ausgleichen. Da war noch ein zweiter Satellit an Bord, der war komplett mit chemischen Triebwerken ausgestattet, der hatte die Chance nicht. Ja, wäre natürlich auch interessante Idee, also beim geostationären Orbit, wenn du in der falschen Inklination bist, dann bestrahlst du einfach das falsche Land, aber vielleicht können die Saudis oder die Vereinigten Emirate das einfach in ein anderes Land verkaufen, so wie das haben. Das ist das kleinste, das allerkleinste Problem, weil das ist ja nicht die Inklination. Die Inklination muss bei 0 Grad sein, damit das Ding da oben am Himmel festgetackert bleibt. Wenn deine Inklination irgendwie abweicht, dann fliegt dein Satellit da oben so eine 8 ungefähr. Stimmt, ja, du hast recht. Ja. Ja. Und das benutzt man manchmal tatsächlich. Also die Inder zum Beispiel bei ihrem Navigationssystem, beim IRNSS, also dem indischen regionalen Satellitennavigationssystem oder irgend sowas, die benutzen tatsächlich 4 solche Orbits, also 4 Satelliten in solchen Orbits, weil wenn du einen Navigationssatellit, also wenn du Navigationssatelliten hast und damit navigieren willst, da solltest du die Satelliten nach Möglichkeit nicht auf einer Linie haben, sondern irgendwie mit einem Dreieck, weil du willst ja triangulieren. Und es ist zumindest hilfreich, wenn die irgendwie halt räumlich ein bisschen verteilt sind und nicht bloß auf einer Linie sind. Mhm. Ja, und da benutzt man halt tatsächlich mal so eine komischen Orbits, die dann mit einer 8, die dann so eine 8 am Himmel vollführen. Jo. Okay. Und es gibt auch, glaube ich, noch ein paar andere Navigationssatelliten, die auch so regional sind und so ähnlich funktionieren. Ja. Gut, das soll es jetzt zur Anomalie beim Ariane 5 GovSat 1 Alia 3 Flug gewesen sein. Faden dann noch, lass mich mal ganz kurz noch mal gucken hier. Was, ich kann ja zwischendurch erzählen, dass auch die, dass es ja zum Start hin eine deutsche Reisegruppe gab, die unter dem Hashtag Trip to Kourou verfolgt werden konnte, wo unter anderem Tim Pritlove dabei war und auch Leaving Orbit auf Twitter. Die leider den Start nur aus dem Flugzeug heraus betrachten konnten, weil sie selber eine Triebwerksstörung am Flugzeug hatten und Verspätung hatten. Ja, die haben 4,5 Stunden darauf gewartet, dass das verdammte Triebwerk repariert wird. Ja. Aber die haben mir echt leid getan. Aber Tim hat jetzt in der letzten Freakshow über seine Reise erzählt. Ich musste ein paar Mal schmerzhaft meine Ohren wegdrehen, weil manche Sachen hatte dann doch sich entweder nicht so genau gemerkt oder falsch recherchiert. Wenn man uns vorwirft, dass wir SpaceX-Fanboys sind, kann man, also gut, wenn man da von der ESA eingeladen wird, hinzufliegen, ist man vielleicht denen noch ein bisschen wohlgewollter. Also manchmal hätte ich mir so ein bisschen diese kritische Grundhaltung von Tim gewünscht, die er anderen technischen Produkten in der Freakshow doch gerne vor und vornherein mitbringt. Aber naja, es war eine interessante Reiseerzählung und für die kritische Berichterstattung habt ihr ja uns. Oh je, das war jetzt Eigenlob. Oh je, nee. Ich asche auf den Kopf, Entschuldigung. Ja, ja, also das Eigentliche, was mich an der ganzen Sache hier aufgeregt hatte, und ich bin etwas übermüdet, ich hatte das jetzt nicht mehr im Kopf, ich musste im eigenen Artikel nachgucken, was mich da aufgeregt hatte. Oh Gott. War der Livestream. Ich sollte mal so sagen, ich war an dem Tag selber irgendwie ziemlich müde gewesen, ach ja. War auch spät abends irgendwie. Und ich habe bloß so schnell in den Livestream noch reingeguckt, weil ich hatte auch noch irgendwas anderes zu tun und habe so gesehen, aha, okay, ist gestartet, läuft alles gut. Die sagen auch nichts irgendwie Auffälliges. Jo, super, ich ab ins Bett. Geschlafen.
früh aufgestanden, ja, irgendwie Kontakt verloren und sonst irgendwas. Und man dachte sich, hä, was zum Teufel? Dann habe ich mir die Übertragung noch mal komplett angeguckt und nein, ich hatte da nichts verpasst. Also die haben das wirklich, also was halt passiert ist, das Ding ist von Anfang an in die falsche Richtung geflogen und ist damit den Bodenstationen aus der Reichweite rausgeflogen und der Kontakt ist zur Rakete ist abgebrochen nach der Abtrennung der Oberstufe. Und die haben davon nichts gesagt im Livestream. Gar nichts. Also mit keinem Wort. Irgendwie die Zahlen von der Telemetrie, die sind verschwunden, so Geschwindigkeit und Höhe, Entfernung von der Bodenstation und so weiter, ist alles verschwunden gewesen. Die gelbe Linie, die normalerweise anzeigt, wo gerade die Rakete ist, die ist einfach nicht mehr weitergelaufen. Es war einfach nichts da, ne? Nichts an Daten. Und keiner hat irgendwas gesagt. Und die haben so immer schon weiter so getan, als wäre alles super. Und irgendwann ging es dann halt so weit, ja, es sieht so, ja, die erste gute Nachricht des Tages, wir haben die Bestätigung, dass die Satelliten ausgesetzt wurden. Das war totaler Bullshit, weil in dem Livestream, weil zu dem Zeitpunkt hat niemand irgendwas gewusst. Niemand wusste, was mit der Rakete los war. Und 20 Minuten später oder so, irgendwie eine Stunde nach dem Start, musste sich dann Stefan Israel, der, oh, was ist das, CEO von Arianespace oder sowas, ne? Arianespace, das französische Firma. Arianespace, ja. Also irgendwie jedenfalls hohes Tier. der musste dann halt etwas gepeinigt vor die Kamera treten und sagen, dass sie überhaupt nicht wissen, was gerade los ist. Ich meine, erstens mal, der tut mir echt leid, dass er das machen musste in dem Moment. Ja, muss man einfach sagen, also der kann dafür sicherlich nicht allzu viel. Den Livestream so durchzuziehen, das ist eine verdammte Frechheit gewesen. Also muss man einfach so sagen. Das geht übrigens jetzt nicht an die ESA, sondern an Arianespace, das ist halt die Firma, die das durchführt und von der auch der Stream kommt. Und das kann man so nicht machen. Das war ein totales Theater. Und das sind so wirklich chinesische Verhältnisse gewesen, ne? Chinesische Verhältnisse. Naja, die Chinesen würden das auch gar nicht zugeben, wenn was. Naja, wir haben es ja gesehen hier bei der Langen Marsch 5-Rakete, die ja schiefgegangen ist, ne? Da wird halt noch eine Weile drauf geblieben. Und dann irgendwann, naja, wird dann abgebrochen. Ja. Aber die konnten dann halt auch nicht mehr, die haben ja Live-Bilder gezeigt, ne? Die haben Kamerabilder von der Rakete gezeigt. Und die konnten es ganz schwer verschweigen, ne? Das konnte auch SpaceX nicht. Aber Arianespace, die konnten das, weil die haben ja schon immer nur Telemetrie gezeigt, ne? Die haben ja keine Kameras an Bord. Also die haben schon Kameras an Bord, aber die übertragen dann später nicht mehr so richtig viel. Und von daher ist das bei denen überhaupt erst möglich. Na gut, wenn sie Kontakt zur Rakete verlieren, haben das ja noch nicht mal gesagt im Livestream. Die haben ja im Livestream so getan, ja, als wäre alles war, super. Das war wirklich fragwürdig, wo sie dann gesagt haben, ja, das hat geklappt und das hat geklappt und dann, also im Grunde hat sie da nur ein Skript vorgelesen, hat dann die Sachen gesagt, wenn sie dann passieren sollten, aber nicht nochmal gegengecheckt, ob sie dann tatsächlich passiert sind. Es ging noch weiter, also die haben ja dann auch, irgendwann gab es diese Szene, wie sie sehen, man hält sich höflich zurück mit dem Applaus. Und man hat dann auf den Kameras immer wieder Techniker gesehen, die dann ein sehr verkniffenes, schon ein Grinsen gezeigt haben, aber wo man halt gesehen hat, das ist ein sehr gezwungenes Grinsen. Ich hoffe sehr, dass metaphorisch sagt man immer, dass da Köpfe rollen. Also nicht unbedingt das Köpfe rollen, aber dass da doch jetzt mal ernsthaft durchgegriffen wird, was diese Methoden angeht, weil das kann nicht so, das kann so nicht weitergehen. Also egal wie.
Ja, im Grunde fühlt man sich dann als Berichterstatter hintergangen. Ja, ja, klar. Und also das fand ich nicht, also das ist vollkommen, ja, also vollkommen inakzeptabel gewesen, von vorne bis hinten. Und naja, es bestätigt dann halt immer wieder so die Vorurteile, die man schon hat, so Richtung Ariane 6 und so, ne? Und es wäre mir sehr lieb gewesen, wenn diese Vorurteile nicht ständig bestätigt werden würden. Das ist so, ach Mann, weil ich will sie ja mögen, aber irgendwie so ein bisschen müssen sie, ein bisschen Eigenleistung muss da schon kommen. Also Vertrauen ist nicht etwas, das ich euch entgegenbringe, weil hier irgendwie so bibelmäßig, ne, also ich muss halt dran glauben und so, sondern da muss schon auch was von Ariane Space kommen, damit ich da irgendwie das Vertrauen haben kann. Und immer wenn ich mit Ariane Space irgendwie, oder beziehungsweise halt, ist ja jetzt Ariane Group und früher war es Airbus Safran Launchers, immer wenn ich mit denen zu tun hatte, hatte ich nicht so das Gefühl, dass man dort sehr offen und ehrlich mit den Leuten umgehen würde in der Öffentlichkeit. Tja. Tja. Und wie gesagt, also ich habe immer wieder so ein Auf und Ab, ne? Ich bin zwischendurch immer wieder sehr optimistisch auch gewesen, was die Ariane 6 angeht und so. Aber man leistet sich ja ein Ding nach dem anderen und da bröckelt dann doch langsam aber sicher sehr das Vertrauen. Ja. Ja, ich habe das ja nicht so wirklich mitbekommen, aber klar, wenn du darauf angewiesen bist und irgendwie Artikel schreiben musst und so, ist natürlich schon schwierig. Ja, ich bin halt darauf angewiesen, ungefähr zu wissen, ob jetzt alles gut gelaufen ist oder nicht, weil, naja, ansonsten hätte ich mich halt noch hingesetzt und hätte noch was darüber geschrieben, dass jetzt irgendwie ein bisschen was schiefgelaufen ist. Und es ist halt auch einfach nicht üblich. Also, wenn du dir sowas wie hier, wo ich ja, es gibt ja Orbital Sciences, ne, mit der Minotaur C-Rakete, die früher Taurus XL hieß. Und drei Satelliten, insgesamt dreimal Satelliten vernichtet hat, in Wert von einigen 100 Millionen Dollar. Also wo halt echt viel dran hing, so an Reputation und so, bei dem Start. Ja, da haben die auch den Kontakt zur Rakete verloren. Und es hat 3 Sekunden gebraucht, bis gesagt wurde, wir haben den Kontakt zur Rakete verloren. Ne? Und die ziehen hier 10, 20 Minuten einfach knallhart durch. Ja, es läuft doch alles super. Ja, nee, also geht nicht, geht gar nicht. Und naja, jetzt muss man sehen, also ich würde mir doch jetzt sehr wünschen, dass man da eine deutliche Änderung im Verhalten jetzt als nächstes sieht. Fehlerkultur ist hier das Stichwort. Ja, genau. Und das wird man jetzt bei den nächsten Starts, werde ich das etwas näher beobachten, ob sich da jetzt was tut oder nicht. Und dann kann man ja sehen, ob da eine Fehlerkultur ist, bei der man sagt, ja, okay, hier hat sich was getan, hier hat man aus Fehlern gelernt, oder ob es dann doch lieber eher so um weiter so geht. Ja. Gut, dann. Also, wie gesagt, ich möchte euch mögen, aber bitte tut was dafür. Wollen wir dann mal weitermachen, bevor du dich hier vollkommen ja. in Rage redest? Ja, ich bin mit meinem Rant auch durch. Okay. Sag doch mal was zur SS-520. Also viel habe ich da so ehrlich gesagt nicht zu sagen, weil ich war mehr oder weniger ausgelastet die letzten Tage und konnte das nicht nochmal durchrecherchieren. Der Punkt ist, es ist eine Höhenforschungsrakete aus Japan. Die haben wir ja schon mal auch erwähnt. Wir hatten die auch schon mal erwähnt, wir hatten den Start ja auch schon verfolgt gehabt, wo man letzten Endes anstatt der normalen, üblichen Nutzlast, wo halt einfach bloß einmal Sensoren und so weiter halt mit Fallschirm und allem drum und dran dran gebaut werden, hat man halt stattdessen eine Oberstufe dran gebaut und noch einen Satelliten. Das ganze Ding ist dann eine Rakete, die tatsächlich den Orbit erreichen kann und das jetzt auch getan hat.
und eine Nutzlast von ungefähr 4 Kilogramm hatte und in dem Fall 3 Kilogramm, glaube ich, befördert hat, wenn ich mich jetzt nicht bei den Zahlen irre. Kleinste Orbitalrakete der Welt zurzeit. Ja, die kleinste mit 2,6 Tonnen Startgewicht oder so. Ich wurde übrigens korrigiert, die Elektron-Rakete hat irgendwie zwischendurch ein Upgrade gekriegt. Die wiegt nicht mehr 10,5 Tonnen, sondern 12,5 Tonnen. Ist wahrscheinlich die geheime Oberstufe. Durch die geheime Oberstufe nicht nur, sondern auch der ganze Rest der Rakete wurde etwas größer. Was ja durchaus ein normales Vorgehen ist bei der Entwicklung von Raketen, dass man irgendwann sagt, ja, wir haben hier ein bisschen mehr Schub, wir haben noch ein bisschen Reserve, wir machen mal einen Stretch und bauen das Ding etwas größer, packen ein bisschen mehr Treibstoff rein und so. Hat man ja auch zum Beispiel bei der Ariane 1, 2, 3, 4 und so weiter gemacht. Nette Show von Japan. Verdammt, ich bin heute etwas negativ eingestellt. das Ding hat halt jetzt, es hat zwei Flüge gegeben. Insgesamt sind die Kosten bei 4,4 Millionen US-Dollar umgerechnet, glaube ich. Das alles für 3 Kilo Nutzlast. Okay, gut, klar, es hätten insgesamt 8 Kilo sein können. Aber zwei Raketen für über 4 Millionen US-Dollar ist ein bisschen viel Geld. Ach, ich sehe gerade, das war schon der fünfte Flug der SS-520. Aber nicht in der Konfiguration, glaube ich. Hier steht SS-520-1 am 5. Februar 1998. Ja, aber ich glaube, das war alles Höhenforschungsraketen, ohne die letzte Raketenstufe. Aber wie hießen die dann? Also es gibt eine S-520 und es gibt eine SS-520. Oh, frag mich jetzt nicht. Auf jeden Fall steht, glaube ich, das SS für S-Series, aber im Volksmund nennt man sie auch Super Soaker. Im Grunde Wasserwerferrakete. Sie wird ja auch von so einem kleinen Laster aus gestartet. Von einem Hügel aus. Also man versucht da möglichst weit hochzukommen. Aber wie gesagt, es ist keine sonderlich lohnenswerte Rakete. So an sich. Naja, aber es ist halt eine japanische Rakete. Also was haben die? Jo, ja, aber wie gesagt, also für den Nutzen ist der Aufwand gigantisch. Ja, ich meine, das ist sowieso bei den kleinen Raketen immer schon das Problem. Dass die ziemlich teuer sind im Vergleich zur Nutzlast. Also Elektronenrakete hat ja so Nutzlast 150 Kilo, beziehungsweise 200 Kilo in einem niedrigen Erdorbit, 150 in sonnensynchronen Orbit. Und kostet halt mal eben so 5 Millionen pro Flug. Wenn wir dran denken, Falcon 9 Rakete 60 Millionen ist der 12-fache Preis, hat dafür aber auch die 100-fache Nutzlast. Da ist das schon etwas bedenklich. Vielleicht rechnet sich das ja für so kleine Nutzlasten tatsächlich. Ich glaube, da geht es eher so um Militär und so. Ja, das habe ich auch gedacht. Es ist Militär irgendwie es schnell. Es ist klein, es ist gut zu transportieren, es ist mobil, es nimmt nicht viel Platz weg. Ja, vielleicht auch. Entweder das oder es geht um Test von einer, dadurch, dass die Japaner haben ja eine sehr pazifistische Verfassung, also Verfassung des Staates. Dass man da einfach sagt, naja, gut, wir wollen schon eigentlich ganz gerne ballistische Raketen entwickeln können, aber wie kriegen wir das jetzt hin, ne? Dass wir dabei nicht gegen die Verfassung verstoßen und starten dann halt irgendwelche Satelliten. Ja. Da sind die Nordkoreaner nicht anders und da waren auch andere, ich sag mal, die Sowjets waren nicht viel anders. Und, naja, aber Satelliten kann man ja auch militärisch nutzen. So ist es ja nicht. Ja? Hast du noch wir mehr? Wir erinnern uns an Indien. Hast du noch mehr zu? Hat es noch alles gemacht? Ich weiß es nicht. Hast du noch mehr zu SS-520? Jetzt gerade nicht, nein. Ja. Ich erzähle mal was zu Zuma. Jetzt fragt euch Zuma, ist das nicht alles tot? Ja, also die geheime Zuma-Nutzlast von Northrop Grumman,
die mit einer Falcon 9 gestartet wurde, ist weiterhin verschollen, weiterhin tot. Aber das hielt einen gewissen Amateurastronom namens Scott Tilley nicht davon ab, sich auf die Suche nach Zuma zu begeben und zu schauen, ob da irgendwelche Signale kommen. Und er hat Zuma nicht gefunden, aber dafür einen anderen Satelliten, nämlich den Imager-Satelliten der NASA, der 2000 auf einer Delta 2 gestartet wurde. Genauer gesagt hat er S-Band-Signale mit der Kennung 2000-017a gefunden, die halt zu diesem Imager-Satelliten gehören. Das Interessante daran ist, die NASA wusste nicht, dass dieser Satellit noch aktiv ist und hatte ihn schon abgeschrieben, 2005 nämlich. Kurze Erklärung, was Imager macht. Imager war Teil des Sun-Earth Connection Program, was halt Interaktionen zwischen Sonne und Erde erforschen soll. War ein Satellit, der die Magnetosphäre der Erde erforschen soll, um genau zu sein, wie die Magnetosphäre reagiert, wenn sie von einem Sonnensturm getroffen wird. Und er flog dabei in einem sehr elliptischen Orbit mit einer Exzentrizität von 0,753 bei einem Perigeum von 1000 Kilometer und einem Apogeum von 46.004 Kilometern. Flog dann etwa 6 Jahre, also von 2000 bis Ende 2005. Im Dezember 2005 brach dann auf einmal der Kontakt ab, also der komplette Kontakt, war einfach tot, gab also kein Mucks gab es mehr von diesem Satelliten. Man ist davon ausgegangen, dass es irgendwie einen fatalen Kurzschluss gab und der Satellit deswegen tot ist hat ihn abgeschrieben. Aber jetzt wurde er halt von Scott Tilley wiederentdeckt. Mittlerweile konnte man auch Kontakt über das Deep Space Network mit dem Satelliten herstellen und der Satellit sendet sogar mehr als nur Telemetriedaten, also mindestens eins der 6 Forschungsinstrumente an Bord sendet auch immer noch Daten zurück. Und man Batterie ist auch noch voll geladen. Ja, genau, also dem geht's anscheinend prächtig, man muss sie nur wiederfinden. Man muss die nicht nur wiederfinden, man muss jetzt erstmal die Software wiederfinden. Man ist auf der verzweifelten Suche nach einem Computer, der die Software braucht. Genau, man braucht Instrumente, man braucht Datenbanken, also alle diese Techniker haben sie schon sozusagen ins Lager geräumt und wird jetzt wieder abgestaubt. Und man kann sich so ein bisschen vorstellen wie bei The Martian, wo sie dann versuchen mit Pathfinder wieder zu kommunizieren und alles wieder aus dem Lager rausholen. Und das ist schon sehr erstaunlich, dass ein für 13 Jahre totgeglaubter Satellit oder für 12 Jahre totgeglaubter Satellit auf einmal wieder da ist und dem es auch gar nicht so schlecht geht und ja, sagt, ich war hier die ganze Zeit und niemand hat sich bei mir gemeldet, was ist denn los? Das ist schon sehr interessant und man überlegt jetzt tatsächlich ernsthaft bei der NASA, dieses Programm wiederzubeleben und man will jetzt bis Mitte Februar versuchen, die Technik wieder aufzubauen und einen stabilen Kontakt wiederherstellen. Jo. Schon sehr beeindruckend. Ja, also schöner Zufallsfund. Einfach nur so, mal eben. Satellit, okay. Ein anderer Satellit, der deutlich mehr Probleme hat, war ja Angosat. Ja, haben wir darüber berichtet. Da haben wir darüber gesprochen, Ich kann nochmal erwähnen, dass das der erste Satellit von Angola ist und aus Tradition jetzt, beim dritten Mal ist es ja Tradition, erwähne ich nochmal, dass Angola ja mal eine portugiesische Kolonie war, bis 1976. So, gut. Was war damit? Der wurde ja mit einer Zenit-Rakete gestartet und Zenit-Rakete hat eine relativ große zweite Stufe. Die wiegt leer, sowas um die 8 Tonnen und die ist unkontrolliert wieder in die Erdatmosphäre eingetreten. Gibt es auch ein Video zu. Irgendwo über Peru ist sie eingetreten und irgendwo über Brasilien ist sie runtergekommen. Warum fand ich das jetzt erwähnenswert? Naja, das Ding wiegt 8 Tonnen. Das ist genauso schwer wie Tiangong 1, also die kleine chinesische Raumstation, die ja auch irgendwann in die Erdatmosphäre eintreten wird. Zwischen März und April.
irgendwann zwischen März und April, man ist sich nicht hundertprozentig sicher, weil das hängt ja immer so ein bisschen von Sonnenaktivität und sonstigen Kram ab, wie weit die Erdatmosphäre gerade rausreicht und wie hoch der genaue Luftwiderstand jetzt in der Höhenatmosphäre ist. Das ist alles nicht so, klar. Das ist halt, wie gesagt, das kann man auch nicht einfach so berechnen, sondern alles abhängig von Sonnenaktivitäten, ähnlichen Kram. Ja, bloß der Unterschied ist halt, und das ist ein ziemlich krasser Unterschied, es gibt hier international hier Beobachtungsmissionen und jede Menge Halotri um Tiangong 1. Wir müssen aufpassen, wo das runterkommt, und es gibt Presseberichterstattung und wie gesagt, halt irgendwie internationale sonst was. Und dann tritt da mal eben so eine Oberstufe ein, die genauso groß ist, die auch noch größere Triebwerke dran hat, die, ne, ist genauso oder so schwer. Dicht. Die Triebwerke von der Raketenstufe sind halt wesentlich massiver und genauso hitzebeständig wie die von Tiangong 1, und die können natürlich dann runterkommen und richtig was kaputt machen, wenn sie irgendwo draufkommen. Hat kein Schwein interessiert. Und dann merkt man so ein bisschen, eventuell gibt es da eine kleinere politische Komponente bei der Diskussion um Tiangong 1. Ja, das auf jeden Fall. Ne? Ja, also ja, Chinesen, das ist immer schwierig. Aber Tiangong 2 ist noch in Benutzung, oder? Oh, von mir nicht. Also das ist ja das, was jetzt zuletzt... Tiangong 2 müsste ja... Wann sind September 2016 gestartet? Ist es, ich glaube, hieß es nicht, dass jetzt irgendwie erst mit Tiangong 3 wieder eine Crew an Bord kommt? Oder? Ja, gut, aber nur weil es nicht bemannt ist, heißt es ja nicht, dass es noch nicht für irgendwas gebraucht wird. Die machen ja da doch. Du hast bemannt gesagt. Eine Besatzung an Bord hat. heißt es ja nicht, dass sie nicht in Benutzung ist, sondern kann man ja auch noch andere Sachen mitmachen. Ja. Also soweit ich weiß, hat man noch Kontakt, ist auch noch irgendwie kontrollierbar im Gegensatz zu Tiangong 1. Ja, aber ich glaube, die menschliche geht dann erst weiter mit Tiangong 3, wann auch immer genau die jetzt gestartet wird, weil das verzögert sich ja jetzt alles wieder dadurch, dass die ja mit der Langmarsch 5 Rakete gestartet wird, letzten Endes. Habe ich jetzt keine Details zu. Und was soll ich jetzt sagen? Wollten die nicht auch irgendwann mal eine modulare Station bauen, also mit zwei Teilen? Ja, das ist ja Tiangong 3. Ah, okay, das ist dann gleich zweiteilig. Nicht nur zwei. Also du hast dann halt wieder so zentralen Knoten und ich glaube mindestens vier Module ringsrum. Also insgesamt fünf Flüge oder wie? Oder vier? Irgend sowas. Also das ist dann halt, sowas Ähnliches wie die chinesische Mir. Ja. Ja, spannend. Also die Chinesen, ich sag euch, die machen es noch. Oder die machen es gerade. Ja. Die haben es schon gemacht. Das ist jetzt nicht irgendwie böse gemeint von wegen chinesische Mir, haha, die machen ja eh bloß alles nach. Es ist halt eine Form von Raumstation, die einfachstmögliche modulare Raumstation, die man bauen kann. Das ergibt sich einfach so aus geometrischen Erwägungen heraus. Ja, und es ist nicht so, als wäre ich mir irgendwie unwichtig gewesen für die Entwicklung der menschlichen Raumfahrt. Und vor allen Dingen, es ist keine schlechte Idee gewesen, und wenn jemand eine gute Idee hat, dann ist es bescheuert zu sagen, nee, wir können diese Idee nicht benutzen, weil ist ja nicht unsere gewesen. Ja, können Sie gerne andere Form draus bauen. Gibt's apropos gibt's den Ausdruck not invented here? Das not invented here Syndrom gibt's, oder NIH, Deutsch nicht hier erfunden. Gibt's sogar einen Wikipedia-Artikel zu. Können wir verlinken, schreib's in die Shownotes. Wo wir gerade schon bei Raumstationen sind, ich will noch gerade ein geschichtliches Thema reinschieben, denn es sind ja gerade 10 Jahre Columbus-Modul sozusagen jährt sich gerade. Sorry, ich war jetzt ganz kurz bei 1492.
wo du Geschichte sagtest. Genau, ja, wir reden über das Columbus-Modul, nicht über den Massenmörder Columbus. Genau, das, das Columbus-Modul ist ein europäisches Forschungsmodul, angedockt zurzeit an der ISS. Es ist die größte Einzelbeitrag der ESA zur ISS. Genau, ist angedockt an, wo steckt denn das dran? Boah, frag mich nicht. Ich finde es jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall wurde das vor etwa genau 10 Jahren gestartet, nämlich genau heute am 7. Februar 2008 wurde es mit dem Space Shuttle Atlantis mit Space Shuttle Flug 122 hochgeflogen. Ich glaube am... Folglich der 13. letzte, ne? Das weiß ich jetzt nicht genau, aber kannst recht. Ne, es gab ja 135. Genau. 135, dann... Genau. Es kommen noch 13 bis zum letzten. Genau, das ist, wer jetzt die letzten 10 Jahre unterm Stein gewohnt hat und nicht weiß, wie das Columbus-Modul aussieht, es ist ein zylindrisches Modul mit 2 Endkappen. Es hat einen äußeren Umfang von 4.477 Zentimetern, also 44 Meter Umfang. Und also überraschenderweise ist es ungefähr genau so groß, dass es gerade noch hinten in den Space Shuttle reinkommt. Genau, und 68 Meter hat es in Länge hat 11 sozusagen Steckplätze für wissenschaftliche Versuche. Hat etwa 1,4 Milliarden Euro gekostet. Da gibt es halt verschiedene, wie heißt das? ISPR, International Standard Payload Racks, genau. Also das sind so einfach Steckplätze, wo man dann Experimente reinbauen kann, wie Biolab oder European Drawer Rack oder European Physiological Modules oder European Transport Carrier, Fluid Science Laboratory, Microgravity Science Glovebox. Und dann gibt es auch noch äußere Nutzlasten, nämlich das Atomic Clock Ensemble in Space. Das klingt nach einem Tanzballett. Und now present you the Atomic Clock Ensemble in Space. Hat was, ja. Genau. Es gibt das European Technology Exposure Facility, also wo man Sachen einfach in den Weltraum raushängen kann, und das Solar Monitoring Observatory. Genau, hier ist es nochmal in richtigen Maßeinheiten gegeben. Hat, genau, hier Volumen, 75 Kubikmeter. Kubikmeter. Fassungsvolumen kann 25 Kubikmeter an Payload-Racks fassen und hat nochmal 25 Kubikmeter begehbares oder befliegbares Raumvolumen. Und die Geschichte ist ganz interessant, weil das Columbus-Programm wurde schon 1985 gestartet, wir erinnern uns, da war die ISS ein feuchter Gedanke von verschiedenen Raumfahrtingenieuren. Hieß die damals Alpha oder Freedom? Ich glaube Freedom. Die Amis wollten das Freedom nennen, Freedom Space Station. Ja, wann kam Alpha auf? Da fragst du mich jetzt was. Lass mich mal kurz über Columbus-Modul reden. Es konnte in 3 Flugformationen betrieben werden, oder das war geplant. Eine freifliegende Experimentalplattform, MTFF, Man-Tented Free Flyer. An Station andocken, ein Attached Pressurized Module APM und eine Plattform angedocktes Modul, das unter Druck steht. Genau, und sollte noch eine Plattform auf polaren Orbit sein können. Und sollte irgendwann mal, als die Europäer gedacht haben, wir bauen uns eigenes Space Shuttle und nennen es Hermes und dafür entwickeln wir was? Welche Rakete?
Die Ariane 5. Genau, deswegen ist die nämlich auch so überdimensioniert, was ja heute immer als Vorteil verkauft wird. Aha, die kann zwei Satelliten starten, das ist einfach, weil sie viel zu groß geplant wurde, weil da mal das Hammond Space Shuttle drauf gesteckt werden sollte. Ja, also was heißt hier, also ursprünglich wurde die sehr viel kleiner geplant, die ist dann bloß in der Planung immer größer geworden, so ähnlich wie Space Shuttle. Ja, genau. Genau, wurde ja seitdem benutzt. Die ESA hat ein, also es gibt so Rahmenverträge, dass die ESA 51% an Raum und Arbeitszeit an diesem Columbus-Modul hat. Demnach belegen sie 5 der 11 Steckplätze im Columbus-Modul und noch andere Steckplätze auf amerikanischen Modulen. Ist ein wichtiges Forschungsmodul. Also das Columbus-Modul ist schon ein wichtiger Beitrag zur ISS. Ist es kleiner als Tranquility oder das Kobo-Modul der Japaner? Ich platze hier so halb, weil ich habe den Wikipedia-Artikel gefunden zu Space Station Freedom. Ja. Die hieß natürlich am Anfang noch nicht Freedom. Sondern? Glaube ich. Es gab diverse, Freedom kam irgendwie 1988 dazu. Das war der ursprüngliche Plan, glaube ich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es nicht doch davor schon Freedom hieß. 1993 war es dann Alpha. Aber es gab dann diverse Designs und deswegen finde ich den Wikipedia-Artikel gerade so faszinierend. Von 84, da gab es das Power Tower Design. Ich lese auch Power Tower Design, ah, sehr schön. Ja, sieht auch richtig cool aus. Und das Dual Keel Design, also hier mit zwei Rümpfen sozusagen. Genau, es sieht aus wie ein H, wo man Boden und Deckel zugemacht hat. Ja, so ungefähr. Also interessant. Ich muss das irgendwann mal, wenn ich viel Zeit habe, setze ich mich mal hin und gucke mir das an. Ah, und die wurden, deswegen. Die sollten einfach bloß dadurch stabilisiert werden. Die sind so immer lang, also sind beide länglich, so dass ein Teil der langen Seite halt zur Erde zeigt und der andere Teil halt davon weg. Und da kann man dann die Gravitation der Erde ausnutzen, um das Ding zu stabilisieren, weil die Erdgravitation zieht natürlich etwas mehr am unteren Teil als am oberen Teil. Und wenn die jetzt irgendwie in Schieflage gerät, relativ zur Erde, ja, dann passiert halt das ganz Normale, ne? Der untere Teil kriegt hat etwas mehr Gravitation als der obere Teil und dadurch kriegst du ein leichtes Drehmoment und das Ding fängt an, sich in Richtung Erde wieder zu drehen. Ja. Also wie, als würde man oben, deswegen sagt man halt immer nur Mikrogravitation da oben und nicht völlig schwerelos, weil völlig schwerelos ist es tatsächlich eben gerade nicht. Ja. Und wurde dann 1993 von der Clinton-Administration umgewandelt in die Internationale Raumstation, weil der Kongress kein Geld für Space Station Freedom bzw. Alpha geben wollte. Ja. Und was natürlich auch witzig war, weil eigentlich war ja das Space Shuttle dafür gebaut, dass man damit eine Raumstation aufbaut, ne? Genau. Was ja auch wenige wissen, die eigentliche Vollbesatzung der ISS ist ja 7 Leute, aber da man das HL-20 nie gebaut hat, können es immer nur 6 Leute sein, weil so eine Soyuz-Kapsel immer nur 3 Leute fasst. Und das HL-20 war so ein Mini-Shuttle-Rettungsboot-Dingens von den Amerikanern, ne? Genau, was er dann jetzt der Großvater vom Dream Chaser ist, oder? Genau. Und deswegen, weil halt immer man immer dafür sorgen muss, dass die Astronautinnen und Astronauten im Zweifelsfall diese Raumstation zügig verlassen können und zur Erde zurückkehren
können, müssen immer genügend Rettungsboote vorhanden sein. Es ist ja nicht wie bei der Titanic, dass nur die erste Klasse gerettet wird. Und deswegen kann man nur 6 Leute gleichzeitig werden. Ich wollte schon sagen, also man muss nicht. Es ist nur eine Frage der moralischen Standards, die man ansetzt. Ne? Ja, genau. Wie viele Leute könnte das halt 20 fassen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Mir ist wie so ähnlich wie ein Space Shuttle. Aber kann wie viel könnte das Space Shuttle fassen? 7. Ja, das würde ja hinhauen. Crew size would be 8 bis 10. Oh, das ist aber geräumig. Nee, warte mal. Nee, warte. Depending on design. Ah, nee, das war für die Space Station Freedom waren 8 bis 10 vorgesehen. Design Feature, ich finde sie zu schnell nicht, verdammte Axt. Ja, hier ist auch die Mia nochmal als Foto. Also die Mia sieht auch schon ein bisschen wie Kraut und Rüben aus im Vergleich zur ISS. Findest du nicht? Da steckt irgendwie. Sie ist sympathisch, Punkt. Ja, organisch gewachsen nennen wir es mal. Sie ist sympathisch. Ich weiß nicht, dieser HL20-Artikel ist irgendwie so gemacht, dass es mein etwas Schlafentzug geplagtes Hirn nicht schafft, diese Informationen rauszufiltern, wie viele Leute da reinpassen. Vielleicht habe ich es auch einfach nur, am Ende steht es gar nicht drin. Cancel Projects. Ich finde es einfach nicht. Ich habe es auch nicht mehr im Kopf. 20 Astronautics, 8 Passagiere. 2 Flight Crew, 8 Passengers. Ja, 8 bis 10. Stimmt schon. Aber das, was ich gesehen hatte, ja, also. Oh. Gut, ich meine, im Zweifelsfall wird es damit hier sowieso bloß schnell rein und nix wie weg, ne? Von daher ist ein bisschen Sardinenbüchsen-Feeling, glaube ich, nicht das Allerschlimmste. Ich glaube, du hast auch Sardinenbüchsen-Feeling in der Soyuz. Ja. Das ist kein Großraumtaxi. Nee, ich glaube, also die schlimmste Sardinenbüchse im Weltall war, glaube ich, immer noch Gemini. Vor allen Dingen, die sind damit ja 4 Wochen, 2 Wochen. Also ich glaube, die schlimmste Sardinenbüchse war Mercury, also. Ja, aber da war nur einer drin. Gut. Das geht noch. Ja. Da, weißt du, das ist halt bloß ein enges Cockpit. Ja, gut, aber ich bin wenigstens alleine. Ich habe da meine Ruhe. Aber Gemini, das Ding ist so groß wie eine Duschkabine und da sind 2 Leute drin für 2 Wochen. Ja. Oder knapp 2 Wochen. Die haben sich dann ja auch angefangen zu beschweren. Ja, deswegen ist das hier überhaupt keine Frage. Die schlimmste Sardinenbüchse ist definitiv Gemini. Ja, da war das Space Shuttle doch. Jetzt muss ich hier den empörten Nerd raushängen lassen. Und das geräumigste war, glaube ich, das Space Lab. Ja. Das war im Grunde einfach eine Saturn 5 Oberstufe ausgehöhlt. Da genau. Konnten die ja Sachen drin machen, die konnten duschen, die haben sich nass rasiert, die konnten tanzen, das war schon... Die konnten an der Außenwand von dem Modul langrennen, die konnten joggen gehen. Ja, indem sie einfach war wie bei 2001. Die Fliehkraft als Dings benutzt haben, als Gravitationsersatz. Ja, aber dafür hatte Space Lab andere Probleme. Ach komm... Das bisschen zu kalt, zu warm, ja, hey. Bloß weil da ein Solarsegel irgendwie abgegangen ist und so, ach komm. Beschwer dich nicht, bist nur verwöhnt. Gut, ich glaube, wir haben jetzt alle restlichen Themen abgehandelt. Kommen wir zur Kirsche, auf der Sahne dieses Podcasts. Zum unvermeidlichen Teil dieser Sendung. Falcon. Wir haben es versucht. Wir haben wirklich versucht, das Thema rauszuhalten, wie es geht, oder? Ja, wir haben über, liebe Freunde der ESA, wir haben über das Columbus-Modul geredet, ihr könnt uns nichts vorwerfen. Wir reden jetzt aber noch über die Falcon Heavy. Weil. Nein, Moment, wir fangen entgegen der Popkultur erstmal mit dem letzten Flug an. GovSat 1. Nee, oder wie hieß der? Warte mal.
Haben wir schon drüber geredet? Nee, aber nicht über das Resultat. Weil der ist ja am 31. Januar geflogen. Wenn du dich erinnerst. Worauf willst du hinaus? Ich will jetzt über die Falcon Heavy reden. Ja, über die will ich jetzt gerade noch nicht ganz reden, aber hat ein bisschen was damit zu tun. Über was willst du dann reden? Am 31. Januar ist GovSat 1 bzw. SES 16 geflogen. Das haben wir noch gerade gesagt. Und die Raketenstufe sollte ja nicht landen. Das hatten wir, glaube ich, auch schon in der letzten Ausgabe gesagt. Frank, GovSat 1 flog mit der Ariane 5, wo wir vor einer Stunde lang und breit drüber geredet haben. Nee, da hast du irgendwas verwechselt. Ich habe gerade nachgeguckt, das ist GovSat 1 SES 16. Ach, was war denn? Das andere ist SES 14. Ah, wieso hast du mich dann vorher nicht korrigiert? Weil ich es jetzt erst mitkriege. Ah, du hast recht. Ah, scheiße. Ja, sorry. Ist mir jetzt erst, jetzt in dem Moment, wo ich es hier vor mir stehen habe, da ist es mir aufgefallen. Okay, ja, du hast recht. Asche auf mein Haupt, Asche auf mein Haupt. Ist ja bald Aschermittwoch. genau. Also, genau. Worauf will ich hinaus? Ich will auf ein Craigslist-Posting haben. Genau, also was ist passiert? Hinaus. Was ist passiert? Das Ding sollte landen. Man hat einen Landeversuch gemacht, allerdings ohne Schiff. Wenn es heißt ohne Schiff, heißt das einfach nur über den blanken Ozean. Und der war erfolgreich. Und zwar so erfolgreich, dass das Ding nicht nur sanft auf dem Wasser aufgekommen ist, sondern zum allerersten Mal dabei nicht untergegangen ist. Das heißt, das Ding schwamm dann im Ozean. Warum der ganze Aufriss? Man hat diesen Three-Engine-Burn wieder mal versucht bei der Landung. Genau, so heißt, Elon nannte das ein High-Thrust-Landing-Manöver. Ja, und irgendwer hat nachgefragt, also mit drei Triebwerken, und dann hat er irgendwie ja gesagt. Mit dem oder einem anderen Wort. Sicherlich auf Englisch. ja, also jedenfalls ging es genau darum. Und das hat dort funktioniert. Man kann jetzt spekulieren, ob die Landung bei der letzten Iridium-Mission im Dezember, ob das auch schon so eine war. Wieso ist das jetzt erwähnenswert? Erstens, weil es da auf Craigslist ein Posting gab, wo gesagt wurde, ja, ich habe hier eine gently used Booster zu verkaufen für 9,9 Millionen Dollar. Must bring own tugboat, no shipping. Ja gut, das ist der witzige Teil. Der nicht so witzige Teil ist, das gleiche wurde dann auch bei der Falcon Heavy versucht, und da hat es dann allerdings mit Schiff und nicht einfach nur auf dem Ozean, und da hat es leider nicht geklappt. So, aber kommen wir jetzt dazu. Genau, Falcon Heavy wurde am 6. Februar um 21.45 Uhr deutscher Zeit erfolgreich gestartet, und die zwei Side-Booster mit nur 2,25 Stunden Verspätung, ja? Naja, ja, gut, es war noch im Rahmen, es gab keinen Scrub, was ich ja tatsächlich erwartet hatte, dass sie das nochmal am Tag verschieben. Ich war mir total sicher. Aber dann flog die Falcon Heavy dann doch gen Himmel. Es funktionierte auch bis auf die Landung des zentralen Booster, des mittleren Teils der Rakete auf dem Drohnenschiff funktioniert doch alles einwandfrei. Die Side-Booster sind mehr oder weniger, eher weniger synchron gelandet, und das ist aber auch Absicht, wie dann Elon Musk in der Pressekonferenz sagte, damit die Radarsignale der beiden Booster sich nicht ins Gehege kommen, und deswegen war das so etwa eine halbe Falcon 9 Boosterlänge Abstand zwischen den beiden. Die halbe Sekunde, sage ich mal. Genau. So halbe Sekunde, Sekunde, irgendwas in der Größenordnung. Ich habe nicht. Aber fürs nackte Auge sah das doch ziemlich synchron aus. Nee, also ich habe schon den Unterschied gesehen. Wenn man drauf geachtet hat, aber so im ersten Moment war das doch sehr gleichzeitig. Du hast, ich hatte halt schon gesehen, im ersten Moment drauf geachtet. Ja, du hast ja auch das geübte Auge. Die Oberstufe mit dem Tesla Roadster und Starman an Bord flog dann weiter,
und hatte dann eine sechsstündige Coasting-Phase, wo es hervorragende Bilder von Starman gab, wie er im Auto sitzt. Auf dem Bildschirm des Teslas stand Don't Panic. Auf dem Armaturenbrett stand ein kleiner Tesla Roadster mit einem kleinen Starman drin, ein Hot Wheels-Auto. Und angeblich liegt im Handschuhfach, aber das konnte man nicht nachprüfen, eine Ausgabe von Per Anhalter durch die Galaxis. Und ein Handtuch. Genau. Nach sechs Stunden wurde auch berichtet, dass der zweite Burn erfolgreich absolviert wurde. Und mittlerweile müssten aber die Batterien an den Kameras ausgegangen sein, weil die hielten nur für 12 Stunden seit Start. Und die sind jetzt dann doch vergangen. Und jetzt fliegt Starman in einen sonnensynchronen Orbit Richtung Mars, aber wird sich dem Mars nie näher als 75 Millionen Kilometer annähern. Also, man könnte... Das hat sich noch geändert. Also, okay. Es kam dann später... Ah, genau, die haben ja überschossen, stimmt. Genau, die sind viel weiter geflogen, als sie wollten. Der Orbit geht jetzt bis in den Asteroidengürtel hinein. 2,6 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt ist der obere Punkt der Umlaufbahn. Knapp so weit weg wie Ceres. Entspricht so ungefähr der Leistung, die Rakete halt so hat. Ne? Ja. Und gibt es schöne Bilder davon und es ist auch alles sehr aufregend, aber das ist ja nicht nur alles Jux und Tollerei, denn damit hat ja SpaceX sehr viele Sachen demonstriert für vor allem das Militär, dass sie das können. Vielleicht willst du da kurz drauf eingehen, Frank. Im Wesentlichen hat man diese 6 Stunden Coasting-Phase nur deswegen gemacht, weil es von der Air Force immer mal Satelliten gibt, die letztens direkt in den geostationären Orbit gebracht werden sollen. Und zwar von der Rakete selbst, weil die aus Gründen, die ich nicht kenne, zu faul sind, selber Raketentriebwerke da einzubauen. Und also machen die das nicht. Also muss die Rakete das machen. Und das heißt, du schickst die Rakete auf den ganz normalen GTO, also auf den geostationären Übergangsorbit, und muss dann erstmal warten, bis die Rakete am oberen Punkt von dieser Umlaufbahn angekommen ist. Das braucht halt ein paar Stunden. Und dann erst wird sie neu gezündet und zirkularisiert den Orbit und dann ist man im geostationären Orbit. Und das muss so eine Raketenstufe halt alles erstmal abkönnen. Und das konnte die Falcon Heavy Oberstufe sehr gut ab. Das konnte sie jetzt, das konnte sie demonstrieren, ja. Genau. Die zwei, was sie auch demonstriert hat, ist, dass sie durch die Van Allen-Gürtel durchkommt, wo man halt entsprechend Hintergrundstrahlung hat. Über die hatten wir ja schon mal gesprochen heute. Ja. Und halt einfach bloß gezeigt hat, jo, das hält die aus. Genau. Die gelandeten Booster sind noch einwandfrei, aber werden nicht mehr geflogen, weil das sind jeweils ein Block 3 bzw. Block 4 Booster und man will jetzt nur noch Block 5 Booster fliegen. Es wird keinen Block 6 geben. Also das ist jetzt sozusagen die ausentwickelte Variante der Falcon 9 mit dem Block 5, der in ein paar Monaten dann fliegen soll. Ja, also Elon Musk hat halt in der Pressekonferenz jetzt nicht einfach nur über die Falcon Heavy gesprochen. Jede Menge. Sehr schöne Kommentare teilweise. Man sieht, dass es echt ist, weil es so verkehrt aussieht, weil es so fake aussieht. Ja. also wenn wir das mit CGI machen würden, würde das viel besser aussehen. Genau. und dann hat er halt noch über SpaceX selber gesprochen und was jetzt so als nächstes kommt, weil vor allen Dingen, was ich interessant war, die Falcon Heavy stand dreimal davor, gecancelt zu werden. Genau, das fand ich auch sehr interessant. Also sie wollten dreimal dieses Programm einstampfen, weil sie am Anfang gedacht haben, ja, wie kann es schwer sein, wir packen einfach zwei Falcon 9 an eine mittlere Falcon 9 und eine Oberstufe drauf und haben festgestellt, das ist doch recht schwer und haben, glaube ich, insgesamt eine halbe Milliarde US-Dollar Entwicklungskosten reingesteckt. Er meinte mindestens eine halbe Milliarde. Wenn man das mal vergleicht. Er meinte auch,
Er meint vor allen Dingen auch, er will es gar nicht zugeben. Also es ist mehr, als er zugeben will. Das war schon ein Projekt, was man sich leisten können musste. Und trotzdem ein Witz im Vergleich zu anderen Projekten. Genau, SLS soll rund 18 Milliarden US-Dollar kosten. Ja, ich meine auch so Ariane 6, ne, so 2,8 Milliarden Euro, also über 3 Milliarden Dollar. Ja, genau. Für eine etwas verbesserte Ariane 5 ist das schon heftig. Ja. Naja. Die Startkosten sollen 90 Millionen? Genau, 90 Millionen Dollar kosten im Vergleich. Vorausgesetzt immer, dass alles wiederverwendet wird und die Landungen alle klappen. Genau. Im Vergleich zu 60 Millionen, was so ein durchschnittlicher Falcon 9 Flug kostet. Ja, da ist natürlich dann auch immer so ein bisschen Profitmarge mit drin. Ja. Weil, ja, wenn man mal eben so eine halbe Milliarde ausgegeben hat, und pro Flug dann nur 60 Millionen oder 90 Millionen halt Umsatz macht, dann muss man schon ganz schön viel fliegen, damit man das Geld wieder reinkriegt, ne? Ja. Auch wenn ab und zu mal so ein bisschen Militäraufträge und NASA-Zeugs reinkommt, wo die Profitmarge noch ein Stück höher ist. Ja. Da hat man doch einiges zu tun. Ja, was mir gerade einfällt, bei dem Fehlstart der Ariane 5 haben jetzt auch viel Angst bekommen, weil ja das James Webb Space Teleskop mit einer Ariane 5 gestartet werden soll. Ja. Und die NASA jetzt in dem Untersuchungskomitee sitzt, was diesen Fehlstart untersucht. Die hätte ja sowieso schon einen Grund gehabt, weil ja, worüber wir nicht gesprochen hatten, SES 14 hatte noch eine NASA-Nutzlast an Bord. Ach echt? Ja, die hatte noch irgend so eine kleine NASA-Nutzlast an Bord. Die hieß Gold. Irgendwas Observation of the Limb and Disk. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das ging um Magnetosphäre oder irgend sowas. Also da ist tatsächlich noch eine Nutzlast von der NASA drauf gewesen, obwohl das eigentlich ansonsten ein reiner Kommunikationssatellit ist, aber wenn so ein Ding schon mal hochfliegt, ja, warum nicht, ne? Ich glaube, die ersten, wo ich es im Kopf habe, dass sie es angeboten hatten, waren Iridium. Die hatten auch irgendwie gesagt, ja, hey, wir haben hier auf unseren Iridium Next Satelliten noch ein bisschen Platz, wenn jemand will. Oh, oder was Orbcom. Ich bin auf dünnem Eis, bitte hol mich hier runter. was er dann noch gesagt hat, was ich sehr schön fand, war silly things are important, was ja dann auch von dem Keith von NASA Watch nochmal auf Twitter nochmal verdeutlicht wurde. Also es war einfach ein Ding, was wieder sehr viele Laien auch den Fokus auf die Raumfahrt gezogen hat, so im Allgemeinen. Ja, und er hat ja auch komplett recht, ne? Besser als ein Block Beton oder Aluminium, wie es bei der Ariane 1 war. Ja, der NASA Watch hat dann kritisch angemerkt auf Twitter, dass die NASA einfach nichts dazu getwittert hat. Beziehungsweise, wenn man am Tag des Startes auf NASA TV gegangen ist, war eine rote Warnung, dass auf NASA TV der Falcon Heavy Start nicht übertragen wird. Was viele Leute gefragt haben. Oder wer die Server dafür nicht vorbereitet waren. Das auch. Ich glaube, da ist YouTube echt besser. Die ganzen muss man mal sagen, also früher hättest du dir sicher sein können, dass du das im Internet nicht angucken kannst. Diese Zeiten, die habe ich noch erlebt damals. es gab halt echt so Zeiten, wo dann regelmäßig, wenn irgendwie ein bisschen mehr los war, so Internet-Streams halt einfach nicht mehr existent waren, weil einfach zu viele Leute da zugreifen wollten. Und das hast du bei YouTube halt echt gar nicht mehr. Ja. Hier beim NASA Spaceflight Forum, da gab es ja dann auch diverse... Genau, diverse, die Kommission für die ethische Behandlung von Hamstern. Weil sie immer von den Server-Hamstern. Genau, die Server-Hamstern, die im Laufrad laufen müssen, damit der Server am Laufen bleibt. Genau. Genau.
Dann hat er noch ein bisschen über die Zukunft von SpaceX geredet. Also der Fokus von SpaceX liegt jetzt am Crewed Dragonflight, ja, der auch dieses Jahr stattfinden soll. In diesem soll. Jahr, in den nächsten paar Monate nur. Eigentlich. Genau. Und wenn das durch ist und der Block 5 der Falcon 9 durch ist, also entwickelt und einsatzbereit ist, dann liegt der komplette Fokus von SpaceX auf der BFR, der Big Falcon Rocket oder Interplanetary Transport System oder was man es auch nennen will. Also Elon meinte auch, sie haben sich auch noch auf keinen Namen geeinigt. Intern nennen sie es jetzt einfach BFR, also Big Falcon Rocket. Beziehungsweise Big Fucking Rocket? Ja, aber das darf man natürlich nicht sagen in Amerika, weil es ein böses Wort ist. Big Phallic Rocket. Es ist PH. Ich weiß. es geht gerade so ein Aufschrei durch die Twitter-Landschaft, dass man, was ja auch nicht verkehrt war, dass man eigentlich nur Männer gesehen hat bei dem Livestream. Ja, genau, das hatte die Media Whore auf Twitter nochmal angemerkt. Es ist schon Männerwirtschaft dort. Wobei man immer noch sagen muss, CEO Gwynne Shotwell. Nicht CEO, sie ist CTO. Was ist CTO? Ich bin mir sicher, ich habe nochmal nachgeguckt. Chief Technical Officer. Gwynne? Und President. Gwynne Shotwell. Ich bin mir ziemlich sicher, war das nicht? Ah, nee, genau, du hast recht. Ich glaube, sie war früher mal CTO. Jetzt ist sie genau, COO, ja. Chief Operation Officer und President. Also sie ist für das alltägliche Geschäft bei SpaceX zuständig. Und ja, bei irgendeinem Artikel musste ich mal, hieß es, ja, was ist denn die? Und dann habe ich mir gesagt, ey, ich guck noch mal, sicher ist sicher. Und tada, nicht mehr CTO, sondern COO. Weil ich hatte CTO auch noch im Kopf gehabt. Und ich sage ja immer, wenn Elon was sagt, immer mit sehr viel Salz. Und wenn Gwynne Shotwell es sagt, dann stimmt es auch meistens. Oder wird es dann auch so gemacht? Also man sieht zumindest, es ist jetzt nicht so, dass Elon Musk jetzt sagt, ja, Frauen können nichts, geht mir weg damit. Sondern irgendwie ist dann noch, steckt da zumindest was anderes und mehr dahinter, als einfach nur zu sagen, Frauen können nichts oder so. Ja. Siebte Angestellte von der Firma. Ja, schon länger dabei. Ja. Und nächstes Jahr sollen dann schon kurze Hopper, also kurze Hüpferflüge mit Teilen der BFR, also vor allem dem mit dem Raumschiff oben. Mit dem Raumschiffteil stattfinden, weil das auch der anscheinend schwerste Teil ist zu entwickeln. Ja, klar, weil ja, was ist sonst, also der untere Teil ist ja einfach bloß Falcon 9 in groß. Ja. Ne? Und der obere Teil ist halt, da ist ein Hitzeschutzschild dran, das Ding muss trotzdem leicht sein, das muss irgendwie wieder zurückkommen können, nachdem es im Orbit war und muss dann auch noch landen, hat so ein bisschen Aerodynamik dabei und alles so ein Kram, das muss halt alles erstmal gemacht werden. Ja. Man hat noch ein bisschen über die missglückte Landung des Core-Boosters geredet, fällt mir gerade ein. Der Core-Booster, dem ist am Schluss einfach der Sprit ausgegangen. Nee. Ach so. Er hatte sich versprochen gehabt, er hat das, glaube ich, beim ersten Mal gesagt. Okay. Und dann hat er gesagt, ich meine eigentlich diese Zündflüssigkeit aus, oh, jetzt, ich merke es mir einfach nicht. Um die Triebwerke neu zu starten, oder was? Genau. Tributyl irgendwas. Ich suche hier schon wieder nach meinem eigenen Artikel, um nochmal nachzulesen, was ich geschrieben habe. Triethylaluminium und Triethylboran, die man halt so mischt, dann gibt das eine schöne grüne Flamme und damit kann man das dann entzünden, aber rechts und links die beiden Triebwerke, die wollten irgendwie nicht zünden, da war nicht genug davon drin. Wieso was passieren kann, ich habe keine Ahnung, aber ist wohl passiert. Ja, und ist dann mit 300, waren es Meilen die Stunde oder Kilometer die Stunde? 300 Meilen die Stunde, aber er hat dazu noch gesagt 500 km/h.
Genau. Weil er hat ein Herz für Europäer. Er ist einfach Ingenieur und verwendet die richtigen Einheiten und muss genau. Also diese Spaß-Fantasie-Einheiten auch dazu sagen. Genau, und 100 Meter vom Schiff entfernt eingeschlagen. Aber hat noch so viel Energie gehabt, dass es zwei Motoren des Schiffes ausgenockt hat und das ganze Deck mit Schrapnell überschüttet hat. Ja. Also es muss schon ein ordentlicher Platzhacke gewesen sein. Aber er meint halt, wenn die Kameras nicht zerstört wurden, dann werden wir die Bilder auch veröffentlichen. Werden wir das auch zum Blooper-Reel dazu tun. Genau. Ja, da freue ich mich drauf. Ich hoffe, dass das wird noch. Genau, aber es ist schon mehr gleichzeitig gelandete Raketenbooster als bevor. Ja, das ist jetzt Und es wäre auch kein wirklicher Verlust, weil den Booster hätten sie nicht nochmal geflogen. Der ja, belongs in dem Museum. Bin mir nicht sicher. Also glaubst du, der hat das jetzt geredet? Ich bin mir nicht. Hast du das jetzt gesagt, oder wie? Ich bin mir ein bisschen unsicher, weil ich hatte so eher das Gefühl, als ich so vorher drüber nachgedacht habe, naja, die ganze Falcon Heavy besteht im Wesentlichen aus diesem Core-Booster. Das ist das Ding, was wirklich anders ist im Vergleich zu dem Rest, ne? Und ich glaube, so ganz auf die leichte Schulter würde ich es nicht nehmen. Aber er hat natürlich recht, die Seitenbooster hatten diese großen Titan-Flossen und diese Gitterflossen aus Titan. Und es ist wohl so, dass große Titanteile recht schwierig herzustellen sind, braucht viel Zeit und abgesehen davon, dass es teuer ist. Und er ist wohl sehr, sehr froh, dass die Dinger wieder zurückgekommen sind, hauptsächlich damit man die Flossen wieder abmontieren und woanders dran basteln kann. Das ist so ein bisschen wie so ein Gag. Meister, was können Sie denn an meinem Auto noch retten? Ja, also das Handschuhfach, das können Sie nochmal benutzen. Nein, nicht ganz, ein bisschen mehr schon. Sehr teures, sehr schweres Handschuhfach. Die Spoiler an der Rakete. Ja. Naja, das war ich glaube jetzt alles, was wir hier zur Falcon Heavy aufgeschrieben haben, oder? Es gab ziemlich viel noch. Also die Tests, was ich ganz nett fand, BFR, also der Plan ist jetzt erstmal, dass man das einfach irgendwie hier in Texas, ich glaube in McGregor, war das in McGregor oder in Brownsville? Ich weiß gar nicht mehr. Dass man jedenfalls das Ding einfach bloß über Land von A nach B fliegen lässt. Aber eventuell kann es auch sein, dass man das Ganze draußen auf dem Meer von einem Schiff zum nächsten Schiff macht und das einfach mal ausprobiert. Gibt übrigens ein neues Video von Linkspace, die chinesische Firma, die eine kleine, wiederverwendbare Rakete bauen will, die dann so ähnlich landet wie die Falcon 9. Und da fliegt die auf dem Firmengelände von einem Tisch zum nächsten. War nicht schlecht. Kannst du mir da einen Link in die Shownotes tun, bitte? Hui! Wenn du jetzt schon drüber redest, musst du auch Link in die Shownotes tun. So ist das. Ich mach die Regeln nicht. Okay, ich mach die Regeln, aber ich enforce sie auch. Ja, du hast ja vollkommen recht. Finde ich das hier? Ich finde hier einen Hover-Test. Ich muss suchen. Ich habe keine Ahnung, wo genau der ist. Ich hatte es irgendwie auf internet.de, der Webseite. Ich habe das auf Internet gesehen. Internet.de, was ist denn das für eine Webseite? Gott. Gibt's die? Ich finde es jetzt tatsächlich gerade nicht. Ich hatte es auf Twitter irgendwo gesehen gehabt. Und ich habe keine Ahnung, wo das Video genau herkam. Internet.de ist umgezogen. Am 29.10.2017. Oh mein Gott. Ich habe ja eine Zeit lang in Jena gewohnt, da gab es dann den Intershop Tower. Gibt's auch Internet.com? Das war wirklich, ich bin 2003 dahin gezogen, ja. So heißen, das war schon alles nach der Blase und jeder wusste, ja, im Prinzip ist Intershop ein totaler, also ja, einfach pleite, ne? Aber das Ding hieß immer noch Intershop Tower und der Namenszug war immer noch Intershop und so. Erinnert mich jetzt etwas daran, an diese Zeiten. Der Druckanzug. Wir hatten uns im Livestream darüber, glaube ich, unterhalten, ob da Sensoren drin sind.
um zu gucken, ob der ja. Druck auch gehalten wird. Ja. Und die Frage wurde Elon Musk auch gestellt. Was schätzt du, was er gesagt hat? Keine Ahnung, nein. Ja, er hat nein gesagt. Oh. Keine drin, verdammter Mist. Mist. Aber er meinte, es ist ein Qualifikationsmodell von SpaceX gewesen. Also so also das echte Ding, das man tatsächlich benutzt hat. Und er meinte, ja, wir haben keine Sensoren drin, aber man kann das Ding anziehen und in eine Vakuumkammer reingehen und es ist alles gut. Würde ich hat aber jetzt drei Jahre gedauert, hat 3 Jahre gedauert, das Ding zu entwickeln. Ja. Hauptsächlich, wer gesagt hat, ja, also man kann einen Raumanzug machen, der schön aussieht, aber nicht funktioniert. Und man kann einen Raumanzug machen, der gut funktioniert, aber nicht schön aussieht. Wenn man beides haben will, dann wird es schwierig. Ja, das, da hat er wohl recht. Ja, Neues gab es auch von der Fairing, von der Nutzlastverkleidung. Sie wollen ja das auch wieder auffangen. Da gibt es jetzt dieses Spinnenschiff. Genau. Aber das ist, glaube ich, für die Nase, oder? Ja, dafür halt. Also der Plan ist, dass man einfach irgendwo dahin fährt, wo das Ding runterkommt mit den Fallschirmen. Ja, und die Fallschirme ist halt so ein Problem, ne? Weil du hast halt so eine Nutzlastverkleidung, das ist ein dünnes Ding, das aber sehr, sehr groß ist, soll heißen sehr, sehr anfällig für die, für irgendwie Wind und so weiter. Und dann willst du damit langsam an einem Fallschirm runterkommen, der sich ohnehin schlecht steuern lässt. Und willst das halt irgendwie kontrolliert und gesteuert haben. Und er meinte, das ist schwieriger, als wir dachten. Das ist das dritte Mal gewesen, dass er in der Pressekonferenz gesagt hat, das war schwieriger, als wir dachten. Einmal bei dem Druckanzug, einmal bei der Nutzlastverkleidung und einmal bei der Falcon Heavy selber. Aber es hat ihn irgendwie überhaupt nicht gestört, zu sagen, ja, also ich glaube, innerhalb von 3 bis 4 Jahren könnte die BFR zum ersten Mal starten. Also dann innerhalb in 10 bis 15 Jahren dann. Ja, irgendwie sowas. Schätze ich auch. Also ich glaube, so ganz schnell wird das noch nicht werden. Aber mal sehen. Er meinte ja auch, schon nächstes Jahr könnte das Raumschiff von der BFR das erste Mal fliegen. Ja, genau, haben wir schon. Wenn er da auch nur in die Nähe kommt, also ich sag mal, ich gebe mal Karenzzeit bis Ende 2020, das wäre schon Wahnsinn. Mhm. Nun, muss man einfach mal so sagen. Aber er klang da sehr optimistisch. Insgesamt muss man ja sagen, normalerweise ist er ja ein sehr schlechter Sprecher, also er stottert ja doch ziemlich viel rum immer. Und das war diesmal überhaupt nicht so. Ich glaube, er war einfach so durch, dass er keine Energie mehr hatte zum Stottern. Also man hat ja, so ungefähr, angesehen, dass dieser ganze Falcon Heavy Start ihm doch sehr viel Schlaf gekostet haben muss. Ja, aber halt auch einfach gelöst, ne? Also da ist wohl irgendwie sehr viel Stress von ihm abgefallen. Und normalerweise steht er ja immer unter ziemlich viel Stress, wenn er also zumindest scheinbar unter sehr viel Stress, wenn er irgendwie öffentlich reden muss. Ja, ich glaube, würden wir alle, also. Ja, aber ich sag mal, manche kommen besser damit zurecht als er. Also er tut sich damit halt immer sehr schwer und ja, war auch mal schön zu sehen, wie locker er da war. Ah, genauso wie, ach Mensch. Der Typ, der immer spricht in den Webcasts. Ah, warte kurz, das muss ich kurz in SpaceX Webcast Host. Wie heißt der Typ? Ja, das ist eine gute Frage. Wir müssen mal drauf achten. Also, oder wenn ihr das wisst, das ist der Typ, der im Falcon Heavy Webcast ein lilanes Hemd anhatte und so eine Brille trägt. Und eine Halbglatze hat. Genau, es ist der deutlich älteste von den 4 Moderatoren. Ja, der macht das immer und dem hast halt auch gemerkt, dass der immer sehr, sehr gelöst war. Du googelst wieder schon zu viel, du fängst wieder an zu knistern. Ja, ich gucke irgendwelche komischen SpaceX-Videos. Sorry. Gut. Ja, muss man mal rausfinden, wer das ist. Jedenfalls, den habe ich auch noch nie so gelöst und glücklich erlebt, also überhaupt noch gar nicht. Ja, also das war schon rundum glückliche Nerds. Ja, definitiv, rundum glückliche Nerds.
Hey, wenn wir die Folge so nennen, dann können wir ja meinen Rant fast verstecken. Also er weiß noch nicht, was die erste Nutzlast vom BFR sein soll. Er ist offen für Vorschläge. Genau, offen für Vorschläge. 9 Meter Durchmesser. Ich bin ja immer noch für irgendwas richtig Großes. Wie wäre es mit einem Haus? Ein Tesla Semitruck. Ja, nee, wie wäre es mit einem Haus? So Einfamilienhaus. 9 Meter Durchmesser könnte knapp passen. Weißt du, dann hättest du so wie in Up in dem Film. Bloß halt ohne Luftballons, die das Haus anheben. Sondern eine Rakete halt. Ein Haus, das um die Erde schwebt. Wie wär's damit? Ja, ich glaube, da findet er noch bessere Sachen. Kann sein. Also dann wäre es ja das Elon Musks eigenes Haus und ich glaube, das braucht er noch. Wieso? Er hat doch schon mal angekündigt irgendwann, dass er ein Volcano Lair haben will. Ich weiß nicht, ob er das irgendwie durchgezogen hat. Ich meine, Sinn und Zweck von der Sache ist ja immer, dass das geheim ist, damit James Bond da nicht ganz so schnell hinkommt. Wer weiß. Ich bin noch kurz am Durchgucken. Es kann ja sein, dass irgendwann Aliens dieses Auto finden. Was denken die dann? Haben die dieses Auto angebetet? Wieso ist da ein kleines Auto in dem Auto? Und er hofft, dass sie dann sehr verwirrt sein werden. Ja, also auf einer Platine im Auto ist auch draufgedruckt, made by humans on Earth. Jo. Ich finde es sehr lustig, dass genau das von der Maschine aufgedruckt wurde. stimmt. I've seen rockets blow up in so many ways. Good to see when it works. Ja, wir müssen auch eine Falcon Heavy explodieren sehen. Das gehört jetzt auch noch dazu. Genau. Ah, was wir noch nicht gesagt hatten, was halbwegs wichtig ist, ist, was wurde er da gefragt? Ich habe keine Ahnung, was er gefragt wurde, was die anderen Firmen so sagen, weil unter anderem Jeff Bezos hat ihm ja schon gratuliert gehabt und auch vorher viel Glück gewünscht und so weiter. Und worauf er hofft, ist, dass er mit der Falcon Heavy jetzt demonstriert hat, also wenn SpaceX das hinkriegt, das mit eigenen Mitteln, also mit interner Finanzierung, also ohne irgendwie staatliche Finanzierung oder Subvention oder sonst irgendwas, es hinkriegt, so eine Rakete zu entwickeln, was ja jetzt auch verdammt nochmal das größte Ding, wo gibt es derzeit auf der Erde, auch wenn es nur halb so viel Nutzer hat wie das, was es schon gab. Dass dadurch andere Firmen und Institutionen jetzt vielleicht doch mal anfangen, insgesamt etwas ambitionierter zu werden. Und wir dann auch meinte, we want a space race. Wir wollen ein Rennen in den Weltraum haben. Da kann man sich doch nur ein bisschen anschließen, weil irgendwie ein bisschen mehr Ambition und ein bisschen weniger klein und sagen, wir können hier was entwickeln, aber wer bezahlt denn das? Das können wir uns ja alle nicht leisten und das ist ja alles so furchtbar viel Aufwand und ist ja alles Raketenwissenschaft. Ich glaube, davon müssen wir echt mal wegkommen, so langsam aber sicher. Und da hat er recht, also da könnte, ich hoffe, da geht noch ein bisschen was. Ja, irgendwie vorher, vor dem Flug hat er schon gesagt, im Prinzip könnte man ja auch an die Falcon Heavy noch irgendwie mehr Booster dran basteln und eine Falcon Super Heavy draus bauen. Ja, aber bis das passiert, sind wir beide alt und runzlig. Naja, am Ende stellt sich dann wieder raus, ja, ist ja viel schwerer, als wir gedacht haben. Weil, und wieso wollen sie das Falcon Super Heavy machen, wenn sie dann ihre BFR haben? Ja, wie gesagt, die Falcon soll ja jetzt so Endzustand langsam aber sicher erreichen. Ja. Er meinte, okay, es wird noch Point Releases geben, also dann so Block 5.1, Block 5.2 und so weiter. Also ein paar Verbesserungen wohl schon noch, aber nicht mehr nichts Radikales mehr. Man darf sehen und abwarten. Ich bin sowieso gespannt, wie der Block 5 dann aussieht, weil
da muss ich ja noch einiges tun, wenn die sagen, naja, zurzeit ein paar Mal wiederverwenden geht, aber dann ist irgendwie nicht mehr so toll und dann heißt es, ja, einfach landen, wieder auftanken, das 10 Mal und dann erst wieder die komplette Überholung und dann insgesamt ein paar 100 Mal Wiederverwendbarkeit und so. Da muss ich ja noch ein bisschen was getan haben, ne? Und ja, bin gespannt, in ein paar Monaten soll es ja soweit sein, ne? So, erfolgreich die Zeit überbrückt. Ich habe die Seite offen. Wir können zur Vorhersage der Raketenaktivitäten schreiten. Willst du anfangen? Was mir aufgefallen ist, die Chinesen machen auch ein ziemliches Feuerwerk. Ich glaube, es gibt irgendwie 36 geplante Starts dieses Jahr. Dazu kommt dann noch SpaceX. Da erwartet man halt auch mehr Starts als letztes Jahr. Und sein muss auch noch von anderen irgendwie amerikanischen. Also dieses Jahr wird echt interessant. Also Falcon Heavy Demo hatten wir durch. Februar, der 11. Eine Soyuz mit Progress 69P. Er hat 69 gesagt. Regel, ja, es hätte die 34 sein können. Egal. Startzeit 8.58 Uhr GMT. Also 9.58 Uhr CET. Ja, weil ist ja immer noch Winterzeit. Zum Glück. Fliegt zur ISS, weil eine andere Raumstation haben wir gerade nicht. Und die brauchen wieder frische Äpfel. Genau. Dann haben wir nächster Fest, also wir haben dann noch eine lange Marsch mit Februar und irgendwann im Februar auch eine GSLV. Aber die nächste. Mit einem Baidu-Satelliten, genau. Der irgendwie fliegen soll, von Xichang aus. Oh, verdammt, jetzt habe ich es schon wieder nicht gemerkt, aber Xichang ist, glaube ich, wieder unten in Sichuan. Also man darf gespannt sein, auf welche Scheune das Ding diesmal landet. Dann halt im Februar GSLV MK2 und ja, macht wir jetzt weiter. Genau, und dann haben wir am 17. Februar eine Falcon 9 mit PAS, dem PAS-Satelliten für Hisdesat von Madrid. Genau, ist eine Radar Imaging Payload für Airbus. Genau, es geht um Schiffverfolgung, Ship-Tracking und Wettersensorik. Jo, und in Anbetracht dessen, wann machen wir die nächste Sendung? Geh mal einfach 2 Wochen in die Zukunft. Der 21., ne? Dann würde ich sagen, lassen wir es dabei, ne? Genau, ja, stimmt, das war's. Also, Falcon 9, Pass, Uhrzeit steht noch nicht fest, aber 17. Februar. Ja. Also das ist dann kann ein man doch noch Samstag. zu diesen DBTs kommen. Also man hat halt, wie gesagt, aus Indien irgendwie für Februar angekündigt. Delayed from January. Wer weiß, ob da noch was kommt. Ist ein Kommunikationssatellit, der eine 6 Meter große entfaltbare Antenne demonstrieren soll. Kommt wohl aus Indien. Wird ja auch von Indien ausgestattet. GSLV Mark II. Der GSAT 6A. Und halt, wie gesagt, irgendwie Mitte Februar, ein wenig mysteriös, ein Navigationssatellit für China. Lange Marsch 3B. Ja. Gut. Dann sagen wir danke fürs Zuhören. Habt noch einen schönen Tag. Nächstes Mal etwas ausgeschlafener. Nächstes Mal, wir sind beide ein bisschen lädiert, seht es uns nach. Wenn ihr uns unterstützen wollt bei dem, was wir hier machen, dann schaut doch mal bei LiberaPay, Patreon oder PayPal vorbei. Ist alles verlinkt auf unserer Webseite und in den Shownotes. Und es gibt auch Möglichkeiten zur Direktspende, zumindest beim Frank. Bei mir gibt es auch Direktspendemöglichkeiten auf Anfrage. Und sonst lasst doch Kommentare da, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Und jetzt bin ich mit meinem kleinen Sprüchlein auch am Ende. Ja, und ich kann auch bloß noch auf Wiedersehen sagen. Und ich werde hier relativ bald im Bett verschwinden. Also dann, tschüss. Tschüss.